Jedes Jahr findet Ende April in Mülheim im Bürgerhaus der Weinmarkt statt. Der Weinbau im Markgräflerland hat eine lange Tradition. Der Mülheimer Weinmarkt wurde bereits 1872 gegründet, um die Vielfalt der Weine dieser Gegend publik zu machen. Wir als Mülheimer sind natürlich sehr stolz darauf, dass wir diese Institution, diesen ältesten Weinmarkt hier bei uns haben. Und es freut uns, jedes Jahr ihn feiern zu können. Ich trinke am liebsten Gutedel zum Abendessen und zum Essen allgemein. Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Sorten. Und es gibt ja, wir haben ja viele Winzer, wir haben viele Weingüter, aber der Gutedel ist überall gut. Auf dem Weinmarkt in Mülheim werden nur Qualitäts- und Prädikatsweine zugelassen. Der Mülheimer Weinmarkt bietet die Gelegenheit einer großen Weinprobe, bei der insgesamt fast 400 Weine von 60 Weinbaubetrieben und Winzergenossenschaften von Lörrach bis Freiburg angeboten werden. Dominierend ist dabei der Gutedel, wovon es 90 verschiedene Vertreter zu probieren gab. Der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Freiburg, Julian Württemberger, ist Schirmherr des diesjährigen Weinmarktes. Das Markgräflerland ist natürlich eine der schönsten Weingegenden in Südbaden überhaupt. Von Freiburg bis nach Basel. Es ist so ein bisschen die Toskana Deutschlands, oder ich sage eigentlich immer, die Toskana ist eigentlich das Südbaden Italiens. Und Mülheim ist dieses Jahr Ausrichter der Heimattage zusammen mit 8 weiteren Gemeinden im Markgräflerland. Und deswegen habe ich gesagt, das ist eigentlich meine Stadt dieses Jahr. Da möchte ich gerne auch die Schirmherrschaft übernehmen. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass heute schönes Wetter ist, dass wir auch keine Schirme brauchen. Und dann habe ich, glaube ich, meine Funktion heute auch gut erfüllt. Auch die Gäste wussten die gebotene Qualität und Vielfalt zu schätzen. Also es ist toll, dass man hier verschiedene Weine probieren kann. Die Chance ist einmalig. Und eigentlich bin ich zwar mehr Rotweintrinker, aber eben, wie sie auch schon sagt, saisonbedingt natürlich auch die Roséweine. Und wie gesagt, die Chance hier, das zu probieren, ist hervorragend. Mir schmeckt der Wein immer. Sie wissen doch, wie es heißt, der Wein erfreut das Menschenherz. Als besondere Gaumenfreude erwartete die Besucher eine neue Spätburgunder-Kreation, der blaue Markgräfler. Ja, und die typische Spätburgunder-Bouquet. Also ja. Ich denke, es ist ganz sortentypisch in der Nase. Und jetzt bin ich gespannt, wie er schmeckt. Den trinkt man kalt und eigentlich fast so ein bisschen, also geschmacklich geht er fast in Richtung Rosé und Sommerwein, obwohl er ja ein Rotwein ist, aber ist, glaube ich, auch eine sehr erfrischende Sache. Und er ist sehr leicht, er ist auch mild im Geschmack, also er entfaltet nicht zu viel Säure. Das ist ja manchmal für mich beim Spätburgunder ein bisschen ein Problem, wenn er zu viel Säure entfaltet. Aber das ist also ein sehr spritziger, leichter Wein. Schöner Sommerwein, glaube ich. Und eben wichtig, ihn nicht zu warm werden lassen. Ja. Der braucht wirklich ein bisschen eine kühlere Temperatur. Und den an einem lauen Sommerabend ist das, glaube ich, was ganz Gutes. Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Geschmack, Herr Bürgermeister. So dürfen sich Weinkenner und Liebhaber bereits auf den Mülheimer Weinmarkt 2011 freuen.